Ja, Steffen Claudio Lemme. Der steht als nächster auf meiner Liste hier. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen versucht, schlau zu machen. Was sagt er denn? Ich habe bei ihm gefunden, soziale Sicherung und individuelle Leistungsfähigkeit. Ich streite für eine solidarische Bürgerversicherung, sagt er. Für mich spielt die Solidarität eine sehr große Rolle. Nur durch mehr Solidarität kann das hohe Versorgungsniveau insgesamt erhalten werden. Auch hier sehe ich Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in einer stärkeren Verantwortung. Du hast das Wort. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Burkhard hat uns ja eingeladen und wir sind so solidarisch untereinander, dass wir sagen, das muss man auch mal wahrnehmen. Selbst mit Mini und Nebel. Ich selbst bin zuerst einmal in Bernburg, gebe ich zu, habe aber auch ein paar Wurzeln in Sachsen-Anhalt. Und zwar kommt irgend so ein Großvater von mir vom Arendsee her, die ein oder andere wird das sicherlich kennen. Bei Salzwedel muss das in der Nähe sein. Ne? Ja. Daher auch der Name Lemme, der mich sozusagen begleitet. Ja, zu meiner Profession selbst. Ich war die letzten 20 Jahre beim DGB beschäftigt, bis zuletzt dann Landesvorsitzender in Thüringen und komme in der Nähe von Erfurt her. Es sind nur 8 Kilometer, bin sozusagen Erfurter. Insofern spreche ich doch etwas anders als der Friede, der ja aus Nordhausen kommt. Die haben da wieder einen ganz eigenen Slang. Aber so das Thüringische, denke ich, hört man schon heraus. Ja, ich bin im Gesundheitsausschuss gelandet vor 2 Jahren, weil ich das gern wollte, weil ich ehrenamtlich Verwaltungsrat bin in der AOK Plus. Da gibt es ja schon ein Zusammengehen zwischen Sachsen und Thüringen in einer großen gesetzlichen Krankenkasse. Und bin sozusagen dann neben diesem Gesundheitsausschuss auch noch in den Petitionsausschuss gegangen. Petitionen sind Eingaben, die jeder Bürger, der in Deutschland lebt, an den Gesetzgeber, an den Deutschen Bundestag richten kann. Jeder, der sich benachteiligt fühlt in seinen persönlichen Verhältnissen, kann sich sozusagen mit einer Eingabe an den Gesetzgeber wenden und um Abhilfe auch bitten. Ich bekomme da auch entsprechend die Petitionen vorgelegt, die im Gesundheitsbereich anfallen. Insgesamt hat der Bundestag so im Schnitt im Jahr 20.000 solcher Eingaben zu bearbeiten. Und für den Gesundheitsbereich liegen rund 10% von diesen 20.000, also so 2.000 dieser Beschwerden, Eingaben oder wie wir eben sagen, Petitionen gibt es da zu bearbeiten. Den größten Anteil, da mache ich auch kein Geheimnis draus, der liegt darin, dass viele Leute sich an den Petitionsausschuss wenden und sagen, verdammt, wir haben uns privat versichert. Wir sind in der privaten Krankenversicherung. Als wir jung waren, sind wir geködert worden mit niedrigen Beiträgen. Jetzt werden wir entsprechend älter und die Anfälligkeit wird auch etwas größer. Und jetzt wird das hier auch ziemlich teuer und wir können uns das eigentlich nicht mehr leisten. Wir würden gerne in die gesetzliche Krankenkasse zurück. Das Problem ist halt nur, wer einmal privat versichert ist, ist immer privat versichert und kann nicht zurück in die gesetzliche Krankenversicherung. Deshalb brauche ich jeden jungen Menschen auch, der eine Entscheidung treffen muss, versichere dich in einer gesetzlichen Krankenversicherung, da bist du auf der sicheren Seite. Und ich bin ja gerade von dem Friedel da auch so angesprochen worden. Natürlich ist das die höchste Form der Solidarität, die wir vorleben, die wir gesetzlich versichert sind. Weil wir als Versichertengemeinschaft füreinander in dieser Krankenversicherung entsprechend auch aufkommen. Und wir haben, ich denke, 2 Riesenbereiche auch an Verantwortung zu schultern, gerade in den noch jungen Bundesländern. Erstens, dass die Jugend abgewandert ist. Zweitens, dass wir vor der demografischen Herausforderung stehen, dass die hier leben, immer älter werden, natürlich und demzufolge auch anfälliger. Und das Gesamtsystem, das irgendwie entsprechend auch finanzieren muss. Das werden wir, und das ist unsere sozialdemokratische Haltung, sicher nicht in diesem System einer gesetzlichen Krankenversicherung und gleichzeitig einer privaten Krankenversicherung leisten können auf Dauer, sondern wir sagen, die Solidarität führt uns einfach zwangsläufig dahin, dass wir eine große Versicherungslösung brauchen, und das ist aus unserer Sicht eine solidarische Bürgerversicherung, in der alle einbezahlen, für die aber auch dann für alle ein hohes qualitatives und quantitatives Niveau
der gesundheitlichen Versorgung garantiert ist. Deshalb bin ich Verfechter auch dieses Systems, vertrete das auch ziemlich stark. Ich will aber kurz noch auf zwei Punkte mit eingehen, weil die auch schon angesprochen wurden. Wir beschäftigen uns auf Bundesebene momentan natürlich auch mit der Frage Ärzteversorgung und der Minister hat es ja angesprochen. Es gibt ein sogenanntes Versorgungsgesetz, was der Minister Bahr auf Bundesebene uns vorgelegt hat, um die Ärzteversorgung besser zu gestalten in der Bundesrepublik. Wir meinen, das ist eher ein Gesetz, was die Ärzteversorgung gut in den Blick nimmt, weil die Ärzte von diesem Versorgungsgesetz partizipieren, aber die Unterversorgung in der Republik über diese gesetzliche Grundlage nicht abgebaut wird. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass man an der Überversorgung nicht rangeht und die auch nicht entsprechend abbaut. Sprich, in Ballungszentren wie beispielsweise in Berlin hat man fast jeder Straßenecke, wo die wohlverdienten und besser verdienten wohnen, natürlich eine brillante ärztliche Versorgung, weil dort viele Privatpatienten auch die Ärzte ansteuern und die sich deshalb auch zuhauf in bestimmten Wohngebieten wiederfinden. Die gehen natürlich nicht in ländliche Regionen. Und es gibt bei mir in der Kassenärztlichen Vereinigung, die KV-Vorsitzende sagt mir, es gäbe Studien, die besagen, dass wenn man einen jungen Arzt aufs Land kriegen möchte, müsste man den zu seinem ohnehin Honorar, was ja gezahlt wird, entsprechend noch 6.000 bis 8.000 Euro mehr zahlen, um hier eine entsprechende Anreizfunktion zu übernehmen. Und das, denke ich, passiert in der Form erstmal nicht. Insofern wird dieses Versorgungsgesetz auch nicht dazu beitragen, dass wir eine grundhaft andere Versorgungssituation an Fachärzten, aber eben auch zunehmend an Hausärzten in ländlichen Regionen hinbekommen. Der dritte Schwerpunkt, an dem wir momentan arbeiten, und das hat mein Kollege auch schon gesagt, ist das Thema Pflegeversicherung. Wir haben ja jetzt durch die Koalition am Wochenende so einen schiefen Kompromiss sozusagen präsentiert bekommen, dass man da 1 Milliarde mehr ins System einspeisen will, um entsprechend die Demenz zu begleiten. Wir meinen, das reicht bei weitem nicht aus, da alle Fachexperten davon ausgehen, dass so eine Pflegereform, die den Namen auch verdient, das ist ja eine Nichtreform, mindestens 4 bis 6 Milliarden Euro kosten würde. Und über die Finanzierungsvariante, die der Minister Bahr jetzt vorgeschlagen hat, dass er sagt, er geht davon aus, dass jeder 5 Euro im Monat bezahlt. Wir haben es hochgerechnet, bei 45 Arbeitsjahren kommen da 6.900 Euro zusammen. Das sind vielleicht 2 Monate Pflegeheimaufenthalt. Damit ist natürlich kein großer Schuss gelungen. Und diese Reform ist eigentlich keine Reform, sodass wir vor der großen Herausforderung stehen, eine tatsächliche Pflegereform dann in Regierungsverantwortung ab 2013 spätestens in Angriff zu nehmen. Das soll meine Vorrede gewesen sein. Herzlichen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit. Herr Tronje, Sie sitzen hier zwar außen, aber Sie gehören ja mit dazu als ein Teil dieses gesamten Systems. Ins Zentrum. Ins Zentrum. Wir tauschen sofort die Plätze. Als ich geguckt habe, was ist eigentlich, was können die Leute da